Hallo Leute und willkommen zurück zu HWs Neue Augen in der Superkammer hier mit dem, ja, Regalen und was nicht alles und vor allem den tollen Tipps, die uns der alte Greis das letzte Mal gegeben hat. Ja, was machen wir denn jetzt mal? Jetzt gucken wir mal nochmal, was wir tun können. Ich glaube, das konnten wir hier alles nicht nehmen. Mal den Regalplatz anschauen. Das war die Erinnerungsstütze des Alten. Wenn Lilly wollte, dass er ihr half, musste sie die richtigen Objekte finden. Eine Emotion, eine Eigenschaft und etwas Essbares. Ich habe schon wieder vollkommen vergessen, was ich da tun soll. Notizblock, was sagt er denn dann hier immer? Oh, wie jeder weiß, erzeugt jedes Essen genau eine Emotion und fördert eine Eigenschaft. Mit Äpfeln im Gepäck war ich zum Beispiel niemals traurig, denn nur sie verhalfen mir immer zu großer Stärke. Heroische Taten konnte ich immer nur an Tagen vollbringen, an denen ich nicht traurig war. Mit Wut im Bauch konnte ich hingegen nie große Stärke beweisen. Kokosnüsse bewahrten mich immer zuverlässig vor Schläfrigkeit. Und dann so, fülle zunächst das Gitter mit Hilfe der ersten drei Tipps aus. Kann er seinen Umschlag aufmachen oder kriegen wir dann was? So. Okay. Das ist das Gitter mit Hilfe der ersten drei Tipps. Das erste Gitter jetzt auch. Wie jeder weiß, erzeugt jedes Essen. Essen also. Genau eine Emotion und fördert einen. Mit Äpfeln im Gepäck war ich zum Beispiel niemals traurig. Das heißt, er lacht immer. Denn nur sie verhelfen mir immer zu großer Stärke. Ich weiß nicht, ob Stärke jetzt hier wichtig ist oder was? Heroische Taten konnte ich immer nur an Tagen vollbringen, an denen ich nicht traurig war. Heroische Taten ist dann hier was? Kokosnüsse? Sind das dann hier die Kokosnüsse? Bewahrten mich immer zuverlässig vor Schläfrigkeit. Ja. Gut. Wo ordnet man das zu? Ja, jetzt hört jedes Essen genau. Also ich versuche hier gerade, ist ja klar, mit Äpfeln im Gepäck war ich zum Beispiel niemals traurig. Das heißt, er lacht. Äpfel ist klar. Heroische Taten, das kann ich aber schon wieder irgendwie nicht zuordnen. Das kapiere ich gerade nicht. Kann ich hier nochmal ein Diagramm ausfüllen? Nein, oh Gott, nein. Jetzt, oder? Finde ich das gut, dass das jetzt schon fertig ist? Weil ich es dann wenigstens mal verstehe. An diesem einen speziellen Tag, an dem ich den Temperer half, war ich weder fröhlich über einen Apfel noch wütend über eine Banane. Ich war aber auch nicht traurig über eine Banane oder fröhlich wegen einer Kokosnuss. Selbst wenn ich mir das jetzt angucke, verstehe ich das gerade noch nicht mal. Also es ist jetzt alles dann... Ich mache dann rote Kreuze für das, was nicht gegangen wäre. Und... mit Äpfeln, das hatten wir aber schon. Das war ja auch richtig. Wo war das mit Bananen? Mit Bananen ist doof. Heroische Taten. Hier haben wir was mit Kokosnüssen. Bewahren mich immer zuverlässig vor Schläfrigkeit. Kokosnüsse, warum weiß ich denn jetzt, dass das diese saure Maske hier ist? Weil das dann nicht schläfrig wach hier, böse, macht wach oder war was? Was haben wir denn noch? Jeder weiß, ja. Vielleicht das hier, die Emotion, aber dann das ja auch. Das, weiß ich nicht. Muss ich das jetzt zurück? Das jetzt nochmal machen? Das war... Das war... Dann nochmal Notizblock. Ist aber schon fertig. Jetzt kann ich das nochmal ändern? An diesem einen speziellen Tag... an dem ich den Tempelrittern half, war ich weder fröhlich über einen Apfel noch wütend über eine Banane. Ich war aber auch nicht traurig über eine Banane oder fröhlich wegen einer Kokosnuss. Ja, das ist ja das, was er dann, glaube ich, gesagt hat. Ne? Das steht dann hier nicht, sondern man muss dann einfach nochmal wahrscheinlich mit ihm reden und kriegt dann, dann hätte ich mir jetzt wahrscheinlich Notizen gemacht. Und das nochmal, oder kann man das jetzt doch nochmal ändern? Ist doch alles schon tutti, oder nicht? An diesem ich war... Ja. Ich war aber auch nicht traurig über eine Banane. Also nicht traurig heißt doch dann eigentlich fröhlich. Nicht traurig, ja gut, dann das Rote Kreuz. Und oder fröhlich.
Also lachen wegen einer Kokosnuss. Aber irgendwie, ja, also beides ist er ja nicht. Und deswegen das Rote Kreuz. Aber das mit diesen hier heroischen Taten, das ist wie so ein Igel, ein Bär und ein Hirsch oder so. Mhm. Zurück. Hey, bringt mir das was? Ist das Rätsel dann schon gelöst? Hm? Was? Kennen wir uns? Aha. Hinweise. Du willst die Hinweise ja, noch einmal hören? Na klar. Das gefällt mir. Ich nämlich auch. Dann, ach so, hier Hinweis 4 zum Beispiel. An diesem einen speziellen Tag, na, und da kommt nämlich das an mit dem ich den Tempelrittern half, ich war aber... Tipp 3. Kokosnüsse bewahrten mich immer zuverlässig. Oh, schläfrig. Ja, warum das dann bei böse ist, keine Ahnung. Also... Und ich weiß auch noch nicht, warum ich das jetzt hier gemacht habe. Weil irgendwie ändern kann ich ja hier auch nichts, oder? Heroische Taten konnte ich immer nur an Tagen vollbringen, an denen ich nicht traurig war. Mit Wut im Bauch konnte ich hingegen nie große Stärke beweisen. Ich glaube schon, dass wir das irgendwie anhand dessen vielleicht noch dann auf die Sachen stellen müssen, wenn wir es denn haben. Aber irgendwie... Ja. Weiß ich auch gerade nicht. Gehen wir mal ins Klassenzimmer. Hm? Wer ist denn hier? Mal gucken. Die Vitrine war wie immer verschlossen. Die Tiermotive waren für Lilly tabu. Die Oberin ließ sie nur Kreuze und Striche sticken. Aber selbst die bekam Lilly nicht gut hin und wurde oft beschimpft. Birgit war die Lieblingsschülerin der Oberin. Sie musste das glücklichste Kind der Welt sein. Dann reden wir mal mit Birgit. Du brauchst gar nicht versuchen, mich abzulenken, Lilly. Im Gegensatz zu dir habe ich nämlich so etwas wie Pflichtbewusstsein. Man wird nicht die Lieblingsschülerin der Oberin, indem man den ganzen Tag nur dumm in der Gegend rumsteht. So wie du. Ich arbeite hart für die ganzen Auszeichnungen und Belobigungen. Das Einzige, was meinem Lebenslauf zur Perfektion fehlt, ist das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Darum mache ich auch Überstunden, um meine Stickkunst zu perfektionieren. Die Oberin liebt diese Stickereien, denn die Tiermotive vermitteln wichtige Werte. Aber davon verstehst du nichts. Im Sticken warst du schon immer miserabel. Wie in eigentlich allem. Das ist ja toll nett, ne? Was mit den Tieren? Jetzt komm doch mal zum Punkt. Dir fehlen scheinbar ein paar wichtige Lektionen in Sachen Werte und Normen. Hast du aus meinen mehrfach prämierten Stickereien denn gar nichts gelernt? Jedem Tier lässt sich eine Charaktereigenschaft zuordnen. So steht der Bär für Stärke und der Hirsch für Heldenmut. Es gibt natürlich auch Negativvorbilder. Das Stachelschwein zum Beispiel ist besonders lahm und schläfrig. Darum wird man es auch nie auf einem meiner Banner finden. Aber vielleicht in deinem Familienwappen. Mhm. Falls du dich fragst, was ich hier tue, man nennt es Sticken. Ich weiß, das ist nicht gerade dein Fachgebiet. Sonst hätte dir die Oberin wohl kaum verboten, am Stickkurs teilzunehmen. Zu dumm. Ich weiß ja, wie viel Spaß dir das Sticken immer gemacht hat. Lilly musste Birgit wohl recht geben. Ihre fleißige Freundin hatte wirklich viel mehr Talent. Das war noch lange kein Grund für Lilly, ihr eine unheilbare Krankheit an den Hals zu wünschen. Weder eine mit nässendem Ausschlag, noch eine, bei der man die Lungenbläschen aushustet. Ja. Fehlendes Banner. Ruhe jetzt! Gerade hatte ich eine Inspiration für das Motiv des fehlenden Kantinenbanners. Verdammt! Jetzt ist sie futsch. Danke, ganz toll, Lilly. Wenn du helfen willst, frag die Oberin nach einem geeigneten Tiermodell. Meine Vorlagen habe ich schon alle durch. Und denk daran, die Oberin ist um diese Uhrzeit immer in der Kantine und trinkt ihren Beruhigungstee. Also verirr dich nicht in ihr Büro. Alleine sollen wir da nicht rein. Und beeil dich ein wenig. Meine Noten hängen davon ab. Ach, dann gehen wir da bei ihr mal ein bisschen rumschnuppern, wa? Wie sie alle übrigens auf ihr rumdissen und sie fertig machen. Voll gemein.
Du sollst mich nicht stören. So bekomme ich ja nie meine letzte Auszeichnung. Das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Ach ja. Ja. Ja, dann nicht tschüss. Ich finde dich sowieso doof. Lass das! Das brauche ich als Vorlage. Wie so oft waren Lillys Bemühungen vergebens. Nur die Oberin konnte die Vitrine öffnen. Toll. Hat sie noch irgendwas Interessantes oder nix? Na gut, dann gehen wir wieder. Aber wir können ja jetzt irgendwie bei ihr rumschnuppern vielleicht, ne? Wie es scheint. Machen wir doch glatt mal. Ne, nicht in den Schlafsaal, gehen wir ins Treppenhaus. Hier waren wir auch noch nicht. Fröhliche Maske. Die Maske war fest an der Wand verschraubt. Aber hieß das auch, dass man sie nicht mitnehmen durfte? Nein, das heißt nur, dass du das richtige Werkzeug finden musst. Irgendetwas, das klein genug ist, um die Schrauben zu lösen. Na, so ein Glück! Lilly war erleichtert. Na, wie wär's denn mit einer Abknabber-Nagelmethode? In jeder Maske gab es zwei winzige Löcher für Schrauben. Nicht einmal Lillys Finger passten hinein. Und zufällig sind das auch irgendwie so ähnliche Masken wie in dem Rätsel. Zum, was? Kronleuchterbefestigung. Eine einzige Schraube hielt die Kette des Kronleuchters. Na, das ist bestimmt noch irgendwie wichtig irgendwann. Ein Brett haben wir auch schon. Das brauchen wir, glaube ich, noch. Zum irgendwie bauen oder was? Was haben wir hier? Tollkirschen. Die Oberin hatte Lilly verboten, die Tollkirschen zu essen. Von mitnehmen hatte aber niemand etwas gesagt. Ach ja, die Lilly. Dann nimm die guten Kirschen mit. Die Oberin hatte Lilly ja. Von... Haben wir hier? Die Oberin hatte die Angewohnheit, ihren Tee über dem Feuer des Außenkamins zu kochen. Oh, das ist natürlich... könnte man hier vielleicht das Brett hinlegen? Feuer machen? Abends hing die Oberin hier ihren Kessel übers Feuer. Aber um diese Uhrzeit trank sie ihren Beruhigungstee lieber in der Kantine. Also nein. Oben an der Wand schien es eine Art Haltevorrichtung zu geben. Aber ohne mehr Licht kam Lilly hier nicht weiter. Mehr Licht? Springst du noch? Oben an der Wand schien aber... Okay, das sieht ja aber noch so nach Baukram aus. Büro? Sehr schön. Da sind wir ja schon. Ja, und sie ist nicht da, ne? Dann Quittungsspieß. Da steckte eine Notiz auf dem Quittungsspieß. Sehr geehrte, durchgestrichen, Frau Simmelbach, ich muss mich doch sehr wundern, auf welche Weise Sie meiner Aufforderung nachgekommen sind, mir ein Tier für das Klassenzimmer meiner Schüler zu schicken. Ich hatte an ein richtiges Tier gedacht, an eines, das wichtige Werte vermittelt, wie ein Puma oder eine Boa Constrictor. Mit dem Meerschweinchen, das Sie mir geschickt haben, kann ich hingegen gar nichts anfangen. Ich habe es in Alkohol gelegt, um es für den Sezierkurs im Biologieunterricht aufzubewahren. Schicken Sie mir umgehend ein richtiges Tier oder Sie werden mich kennenlernen. Verachtungsvoll, Oberin Ignaz. Das arme Meerschweinchen. Habe ich das jetzt mitgenommen? Nein. Lilly musste aufpassen, dass sie den Spieß nicht ins Auge bekam. Unfälle passierten so leicht. Ah, das ist gut. Dann haben wir den jetzt mitgenommen. Können wir jemandem das Auge ausstechen? Haben wir hier denn noch? Ich höre schon wieder so Geräusche, als ob gleich jemand kommt. Futternapf? Nimm mal mit. Lumpis Futternapf war reich verziert. Als Haustier der Oberin hatte man bestimmt ein wundervolles, erfülltes Leben. Was mit Lumpi? Lumpi hatte Hunger. Oder er war müde. Oder gelangweilt. So genau wusste man es bei ihm nie. Nimm ihn mit. Nimm Lumpi mit. Gucken wir uns nochmal das Gemälde an. Huhu. Mhm. Ja, kann man irgendwas reinstecken? Vielleicht die Murmeln einfach mal? Huhu. Dann sagt sie nur Huhu. Gut, Lilly. Dann, ne?
Die lustige Blume schien Lilly zu lustig mögen. Zumindest beugte sie sich unmerklich nach vorne, sobald Lilly in die Nähe kam. Da habe ich wieder die Tür gehört und denke ich mal, es kommt gerade gleich jemand. Ja, Essenslift nochmal. Ja. Lilly hatte die Funktion, man nahm das fertige Essen heraus und stellte das dreckige Geschirr wieder hinein. Na gut, dann kann ich hier wohl gerade nicht viel machen, oder doch? Ich mache mal hier nochmal die Leuchte an. Oh, eine kleine Sache habe ich hier übersehen, den Haken. Können wir da mal hier einen Haken fehlte machen? Entweder ein Bild oder es gab einen Haken zu viel. Na, das hat doch bestimmt was mit dem Gemälde zu tun, aber ich lasse das mal. Ich lasse das mal und latsche wieder weg. Könnte mir vorstellen, hier ein Brett oder so. Was? Zum Rundgang? Grundleuchterbefestigung? Lilly nahm die Suche nach dem passenden Werkzeug sehr ernst. Mhm. Darum hielt sie jeden Gegenstand, den sie bei sich trug, gegen die Schraube, um zu überprüfen, ob sie sich damit lösen ließ. Und sie tat es nicht. Vielleicht mit dem spitzen Ding? Das war sicher nicht das Ideal. Und solange Lilly keinen Trick... Okay. Vielleicht da, um die wütende Maske abzumachen? Verdammt! Damit kam Lilly zwar in die Löcher, aber sie konnte die Schrauben nicht drehen. Sie brauchte ein anderes Werkzeug. Vielleicht kann sie das ja später mit was kombinieren. So. Als spitzes Ding, was da reinpasst und dann am Ende so irgendwas mit Schrauben drehen. So, ne? So. Klosterflur. Nee, da will ich gar nicht hin. Gehen wir mal, wo gehen wir denn mal hin? Wir gehen mal in den Schlafsaal nochmal zu Edna. Gucken, ob Edna irgendwas dazu sagt mittlerweile. Zu all unseren Geschehnissen. Edna! Und? Kommst du voran? Ich vermisse Harvey übrigens. Edna! Edna, rede mit mir! So. Dr. Marcel. Also erstmal sagen wir das mit Garrett. Cool. Du hast also an deiner Nummer als Tierstimmenimitator gefeilt. Aber davon kannst du mir später noch erzählen. Erst einmal müssen wir diesen Garrett loswerden. Ich bin mir sicher, dass er für die Oberin spioniert. Bevor du was sagst, mir ist da noch was eingefallen. Ich glaube, dass Garrett ein Geheimversteck in der Kapelle hat. Ja, so eine Art Abhöreinrichtung im Beichtstuhl. Damit dürfte endgültig bewiesen sein, dass er ein Spion der Oberin ist. Die Frage ist nur, ob wir dieses Wissen irgendwie gegen ihn verwenden können. Aha. Lilly hatte tatsächlich eine Idee. Sie würde Garrett in seinem Geheimraum einsperren. Sie konnte es kaum abwarten, ihrer besten Freundin davon zu berichten. Warte, ich weiß. Wie wär's, wenn wir Garrett in seinen Abhörraum einsperren? Du tust einfach so, als würdest du beichten wollen und wenn er dann sein Versteck betritt, zack, unsere Falle schnappt zu. Ach, sei doch nicht traurig, Lilly. Nächstes Mal hast du bestimmt auch eine gute Idee. Aber jetzt ran ans Werk. Es war mein Plan, also musst du dich jetzt um die Umsetzung kümmern. Ja, Edna, eifrig und, ja, hört einfach mal nicht zu, Dr. Marcel. Nicht so laut. Dr. Marcel hat seine Ohren überall. Wenn du genau hinhörst, kannst du sogar den Wind in seinen Ohrhaaren hören. Mit dem Typ ist nicht zu spaßen. Du kennst die Gerüchte, ja? Also nimm dich vor ihm in Acht. Er ist böse. Böse. Ja, und er lebt noch. Lärm. Moment. Was ist das? Hörst du auch diese Geräusche? Du, ich glaube, da bohrt jemand in der Kapelle. Das ist bestimmt wieder Frank, der nach Hinweisen auf eine Kirchenverschwörung sucht. Verdammt, das könnte unseren ganzen Plan ruinieren. Wenn Garrett dich nicht belauschen kann, können wir ihn auch nicht einsperren. Du musst dir etwas überlegen, um Frank zu vertreiben. Hast du zufällig die Bauanleitung für meine Zeitmaschine gefunden? Die war eh nicht ausgereift. Wie groß ist die Mikrowelle der Schulkantine? Vergiss es, das reicht niemals. Und meine anderen Ideen sind alle etwas komplizierter. Dafür fehlt uns die Zeit. Das Einfachste wäre wohl, ihm einfach bei seiner Suche zu helfen. Wenn Frank gefunden hat, was er sucht, wird er ja wohl hoffentlich mit dem Bohren aufhören. Ja, das könnte gut sein. Nochmal Dr. Marcel oder wiederholt sie sich? Nicht so laut, Dr. Matt, wenn du mit dem du kennst, also er... Ja, sie wiederholt sich und sie ist nicht wirklich eine tolle Hilfe. Und da haben wir noch die Stickerei. Können wir die mitnehmen? Oder irgendwas damit machen, von wegen, ne? Lillys Stickereien waren zu nichts Nutze. Das hatte die obere... Ja,
Können wir da vielleicht was anderes mitmachen? Lillys Stick, das. Irgendwas muss man damit ja machen können. Anscheinend nicht. Hm. Shibuya Power! Ja. Dann gehe ich jetzt nochmal runter. Zum Beispiel in die Kantine. Hier waren wir auch noch nicht. Was haben wir denn hier so Schönes? Boah, da ist diese blöde Oberin. Nee, bleib mal ruhig hier, Edna, sag ich schon, Lilly. Reden wir mit Doris. Lilly mochte Doris und das beruhte auf Gegenseitigkeit. Was starrst du mich so an, du kleine Mistgürre? Sie hatte zwar eine raue Schale, dafür aber einen weichen Kern. Wenn du weiter so starrst, dreh ich dir eigenhändig den Hals um. Immerhin mochte sie Kinder. Oh, ich hasse euch Kinder. Ich wünschte, ihr würdet alle an Pocken sterben. Neben Edna war Doris Lillys beste Freundin. Ach so, ja, klar. War auch offensichtlich. Und übrigens, die Stimme, die kennt man ja auch. Die war auch in Das schwarze Auge Satinavs Ketten. Bei der einen. Die hat auch genau dieselbe Stimme gehabt. Sehr witzig. Die. Kannst du mit ihr reden? Was war das? Du frecher Mistkäfer! Ich kann es nicht ausstehen, wenn hinter meinem Rücken über mich getuschelt wird. Die Jugend von heute wird auch immer dreister. Das kommt von dieser ganzen Gewalt- und Fäkalsprache in den Medien. Wenn ich könnte, würde ich euch einem nach dem anderen den Kopf abdrehen. Na, wo sind nur meine Einweggläser? Ich brauche etwas, um meine Finger zu beruhigen. Sonst passiert hier noch ein Unglück. Alles klar. Gut, fragen wir sie noch mal ein bisschen. Ich hab Hunger. Du, bevor du wieder nach Essen fragst. Es ist jetzt schon Stunden her, dass meine Finger ein Einwegglas in der Hand hatten. In dieser Phase werden meine Hände immer leicht nervös. Sie knacken alles, was ihnen in die Finger kommt. Kinderbeinchen, Kinderärmchen. Ich habe sie einfach nicht unter Kontrolle. Alles klar. Einweggläser. Ach, jetzt verstehe ich. Du bist gekommen, um dich über das Essen zu beschweren, richtig? Tja, da habe ich eine schlechte Nachricht für dich. Für Kinder gibt es ausschließlich Essen aus Einweggläsern. Und dabei bleibt es. Meine Hände sind auf diese Bewegung trainiert. Ich habe nicht umsonst 20 Jahre lang Hühnern in einer Legebatterie den Hals umgedreht. Außerdem bin ich per Gerichtsbeschluss verpflichtet, 10 Gläser am Tag zu öffnen. Bedank dich bei meinem idiotischen Anwalt. Okay. Essen für die Katze. Was denn jetzt noch? Muss ich es dir mit Handpuppen erklären? Die Essenszeit ist schon seit Stunden vorbei. Das Einzige, was ich heute noch zubereiten werde, ist das Futter für die Katze der Oberen. Und das Essen für die Oberen selbst. Das heißt, ich würde. Aber mein Messer ist verschwunden. Außerdem ist der Ofen im Keller mal wieder ausgegangen. Ich könnte also eh nichts kochen. Das Wichtigste ist allerdings, dass mir die Oberen noch ein Rezept zukommen lassen wollte. Du hast es nicht zufällig dabei, oder? Ach, wir hatten das, aber kein Rezept. Ofen läuft noch nicht. Messer. Okay, kein Rezept. Kein Rezept? Tja, dann hast du hier wohl auch nichts verloren. Oh. Na, vergiss das Rezept einfach. Solange der Ofen im Keller nicht läuft, kann ich das Essen eh nicht zubereiten. Alles klar. Gib dir keine Mühe. Ohne ein Messer werde ich das Essen sowieso nicht zubereiten können. Oh, wenn ich das Kind erwische, das mein Messer geklaut hat, das wird sich wundern, was man damit alles anstellen kann. Ja. Ja, mal gucken, wo wir den ganzen Krempel noch herbekommen hier für die alte Doris, die Kinder richtig gern hat, Leute. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part von Harveys Neue Augen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.